Freunde, was ist in dieser traurigen Zeit eigentlich los? Die Sängerin Sarah Connor und jetzt kommt ja auch der neue Terminator heraus, nicht wahr? Ist wieder da, Sarah Connor in den Medien. Wie heißt einer ihrer Songs? Flugzeug aus Papier. Wir haben ja wie berichtet, Mero. Wir haben wie berichtet, verschiedene Rapper oder Rapper, die diese Musikvideos hatten, in denen sie auf Gebäuden stehen und so weiter, nicht wahr? Das Video von einem Rapper, der einfach so auf einem Flughafengelände ist, der sich dort aufhält, liebe Leute, wie auch immer, Flugzeuge aus Papier. Ich frag mich, was ist da los, liebe Leute, bei Madonna hier, Geometrix.org, ich zeig das in einem meiner letzten Videos, hatten wir den 11. September, tja, sind Dämonen in den Menschen, für Heiden ist alles miteinander verbunden, man kann hier Leben retten, nicht wahr, liebe Freunde, ich warne generell bei dieser Gesellschaft und sage, meidet große Plätze und Events, aber hier, Fußballer, ja, José Antonio Reyes starb mit 35, ja, bei einem Autounfall hier, liebe Leute. Es ist wirklich, wirklich traurig. Former Arsenal and Real Madrid Star José Antonio Reyes has died in a car crash at the age of 35. Reyes was involved in a traffic collision in Utrera, the town of his birth, located just outside of Seville in Spain this morning. According to Spanish TV channel Deportes 6, the crash is believed to have happened on the road between Utrera and Seville, and two more people were in the car. Liebe Leute, die Uniform, ja, Nike, Enki, der Schweif, nicht wahr? Saturn, wie auch immer, es ist rundum traurig. Wir müssen beten, aber das war es nicht, denn hier der Flugzeugabsturz, 28 Jahre alt. Und was sehen wir auf dem Profil? Blau und Rot. Was ist das für ein Symbol? Rechts die Karotte mit dem Schlitz auf seinem Arm. Und was haben wir bei Kyle Minogue? Schon als dieses Shoot, diese Fotos herauskam, fragte ich, was ist da los? Kylie Minogue als Witwe, so bekleidet im warmen Monat Juni, liebe Leute. Was ist da los? Sie zeigt ja ein Foto aus ihrem Kalender als Witwe für Juni. Sie sagt Hi June und wir haben hier diese Werte, liebe Leute. Vaccinate, ja, impfen, wie auch immer, Divine One, der Göttliche und Austin ist Lucifer, Geometrix.org hier. Liebe Leute, Gematrix.org, Austin taucht auch immer bei den Gematria-Werten von Madonna auf, nicht wahr? Was passiert da im Juni? Meidet große Plätze und Events. Die weiße Göttin ist überall, nicht wahr? Pentagramm blau-rot, bislang noch keine Ansagen wegen Waffenbann. Aber hier, 99 years is the amount of prison time a doctor in Alabama will receive if they perform an abortion. 6 months is the amount of prison time you will receive if you rape an unconscious girl next to a dumpster. Rakes, und das sind eure Vorbilder. Ja, 99 Jahre für eine Abtreibung, Gefängnis, 6 Monate für eine Vergewaltigung, Justitia, das sind doch ihre Vorbilder, oder nicht? Liebe Leute, tja, die Regierung kommt von Gott, ist aber nicht gerecht, wie wir später so Gott will sehen werden. Ja, liebe Leute, Rose McGowan,
Was ist da los? Es ist Mord oder nicht? Mord und Vergewaltigung. Sarah Jessica Parker hier mit ihrem Einaugen-Avatar mit dem Foto. Was sind das für Werte? Die Sonne, Blick ins Weltall und hier Rabbit, Rabbit, Hase, Hase. Der Hase, das Sternzeichen, das Sternbild im Weltall. Dämonische Astrologiekult, hier eine Achtform. Dann unten, ja, die beiden Kreise, die beiden unteren Kreise ergeben dann quasi eine neue Acht, nicht wahr? Acht, Acht. Analemma, ich zeige das immer wieder. 8. August, der Tag des Sterns Sirius, des wichtigsten Sterns für Freimaurer, der Stern der Himmelskönig. Der Ishtar, nicht wahr? Tja, und was heißt das hier? XSJ, Zeichen des Tieres oder was? Tja, und June 1st, Rabbit, Rabbit ist hier dies, ja? Jupiter King und Eurovision. Was ist da los, liebe Leute? Tja, hier die Tränen. Worum geht es hier? Ein Auge, meine lieben Leute, ein Kind starb. Da müssen wir beten, liebe Leute. Was ist da los? Links unten, zwei Hs oder wie, der 8. Buchstabe im Alphabet, Analemma mit dem Netz, was ist da generell los? Und seht euch das an, meine lieben Freunde, absolut pervers, absolut satanisch, aufwachen, aufdecken, noch Fragen. 5. Reich, nach Daniel, 4. Reich, nach 84, 84 ist vorbei, nicht wahr, traurig, aber wahr, leider, leider, Christina Aguilera puts on a very racist plain, low-cut white bodysuit as she sizzles in a series of skimpy looks for Las Vegas residency debut. Wie auch immer, liebe Leute, Christina Aguilera hier mit einem sehr gewagten, weißen, ja, etwas, liebe Leute, knapp bekleidet für Las Vegas. Was ist da los? Die weiße Mondgöttin mit dem Mondsymbol. Ich berichtete, liebe Leute, recherchiert, wacht und deckt auf, meine lieben Freunde. Es spottet allem, spottet jeglicher Beschreibung, wie in der satanischen Twilight Zone oder nicht. She's a 5-time Grammy Award winner, Sold Morrison. 75 million records worldwide, and Christina Aguilera proved she's still at the peak of her career on Friday. Freitag, ja, war das, und Freitag ist der Tag der Venus, der Himmelskönigin, nicht wahr? As she opened her 16-day Las Vegas residency at the Planet Astrologie, Freitag, Venus, ja, die weiße Taube, ihr Symbol, weiße Mondgöttin, Planet Hollywood Resort with a bang. A bang, liebe Leute, spielt das auf irgendetwas an? The musician, 38, didn't shy away from daring costume changes as she performed in an area of vibrant outfits at the resort Zappa's Theater. Liebe Freunde, ich bin froh, dass ich nicht mehr in dieser Welt bin. Halleluja, oh Halleluja, liebe Leute. Was ist da überhaupt los? Die X-Geste und so rechts. Daily Mail, naja, Stacey Solomon hier. Machen wir weiter. The Candyman, Songstress was then seen in a plain black one piece and long matching leather jacket as she continued the much anticipated performance. Unfassbar, liebe Leute, blau und rot, Pyramide, Herzsymbol, Sodomie-Symbol, Gold für Sonne oder was? Christina with the mother to summer for a max 11 flaunted her in viable curves in a pink and black bodysuit with light up hearts across her chest as she opened Christina Aguilera the experience, Zeichen des Tieres, nicht wahr? Tja, seht euch das an, die Haare, Sonnensymbolik, die falsche Maria, die Venus am Freitag, Planet Hollywood, liebe Freunde, das Ding ist flach oder nicht, X-Zeichen des Tieres, was für ein Zufall. Besessen werden, Dualität, wie im Himmel, so auf Erden, nicht wahr? 3. Auge aktivieren, besessen werden von der Himmelskönigin. Ja, hier die Himmelskönigin, die Hure Babylons, wie im Himmel, so auf Erden, was für ein Zufall. Angelina Jolie hier, weiße Göttin oder was, Jennifer Lopez, 4 Jahreszeiten, 4-mal MK Ultra, Pyramide, blau und rot, hier Pyramide mit ihrem Arm, ein Auge, die Sonne,
auch hier wie im Himmel, so auf Erden, nicht wahr? Ihre arme, liebe Leute, tja, die Lady in Red, die Hure Babylons, oder was ist da los? Der gestohlene Regenbogen von Gott überall, nicht wahr? Der schmale Weg, spielt es auf Sodomieren wie Crowley, das dritte Auge erweckte, blau und rot wie im Himmel, so auf Erden, weiße Göttin, Dreifaltigkeit, die Blumen hier, hier und hier, liebe Leute, und da sind die Dämonen in den Menschen, Schöpfung nicht den Schöpfer verehren, heidnisch oder was das selbst, nicht wahr, kein heiliger Geist sich beirren lassen, doch Christus starb für uns, er wurde auferweckt, er soll in uns sein, und so haben wir das ewige Leben, Jesus Christus besiegt die Welt und den Tod. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Und Jesus Christus ist der Hohepriester, der uns versteht. Was für ein Zufall. Die Wüste, in der Christus verführt werden sollte, jetzt so kurz nach dem Pessach, wo man überall die Wüste und rote Autos sieht, wie im Himmel so auf Erden. Und hier wieder der Mond, die Mondgöttin, hier der Link, der Mond. Schwarzes Auto, wie bei Nipsey Hussle. Manu Cornuta El Diablo, Teufel zu einer Hand. Geste macht jemand oben, der Mann ganz links auf dem ganz rechten Foto, Hunde, Sirius Hund, oder was, liebe Leute, der schmale Weg, weiße Göttin, wie im Himmel, so auf Erden, der Pyramidenarm, hier Enki, Nike, Saturnkult, Schweif, Avatar, oben das Bild, man Knut, El Diablo, Teufel, zu einer Handgeste, Gevater, Tod, Gevater, Zeit, Christus, Pose, Handzeichen des 33. Grades, checkt meine Videos, die Blumen, das Einauge, sie kommen von Gott, sie sind nicht gerecht. Seht euch das an, Sonnenkult, Mondkult, jesuitisch, liebe Leute. Miley Cyrus flash straps in a crop top and tiny Daisy Dukes for a photoshoot after cheekily promoting new album she's coming, Riz branded. Liebe Leute, unfassbar. Sag mal, warum kam diese Frau nicht einfach eine natürliche Haarfarbe vorstellen, sich ein Tuch um den Kopf binden, ein schönes weites Kleid anziehen, ja, einen Ehemann haben in der Tat, ja, zusehen, dass ihre Schwestern dasselbe machen, liebe Leute, und die Bibel predigen, wisst ihr, was euch fehlt, liebe Leute, Tattoos immer satanisch, Night, Lilith, Lady of the Night, oder was, was ist da los, die Cowboys, jetzt alle möglichen Leute aus dem Mainstream als Cowboys, Gegenteil, Gegensätze, Dualität, was ist da los, Teile und Herrsche, ja, der Süden der USA, Cowboys, Texas, ja, konservativ, ja, und hier diese angeblichen Demokraten-Anhänger, ja, liebe Leute, diese Menschen, soll das einfach nur teilen, die weiße Göttin oder nicht? Tja, liebe Leute, Spaltung ist Spaltung, doch man kann natürlich nur mit wahren Christen leben. Und wo gibt es die leider noch? Lady Gaga, ihr Name, Virgematria, MK Ultra, Narrowly Avoids to Tumble, fast gestürzt. Was haben wir hier? Reiter der Apokalypse oder was? Born This Way. Tja, das ist nicht wissenschaftlich, nicht biblisch, nicht der Wahrheit entsprechend. Nicht wahr? Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Noah Cyrus hier, das sind eure Vorbilder. Und tja, ich versuche noch ein bisschen weiter vorzurücken, etwas zu recherchieren, liebe Leute, ja, man soll das Böse aus der Mitte heraushalten. Christus sagte auch im Tempel, ja, der nicht gottgefällig war, entrichtet, was hier zu entrichten ist. Ich weiß nicht, ob man sich Filme ausleihen kann oder so, aber vielleicht sollte ich nochmal recherchieren bei Miley Cyrus, ja, LOL und all diese Filme, die sie machte mit Demi Moore als ihre Mutter. Hier küsst Demi Moore ein kleines Kind. Ich machte immer wieder die Videos. Miley Cyrus hier irgendwie neben ihrer Mutter, neben ihrer minderjährigen Schwester. Es ist beängstigend. Ja, da denke ich an Disney. Sie ist ja ein Disney-Star. Es gibt doch so Gerüchte, oder dass Walt Disney den Peter Pan Synchronsprecher, den minderjährigen Synchronsprecher,
irgendwie zu sich nahm, ja, wurde da belästigt, frage ich, liebe Leute, Peter Pan, Magie, Zauber für Kinder, es ist immer alles da, nicht wahr, unfassbar, was sage ich, aber Vater, Maranatha, meine lieben Freunde, ja, vielen, vielen Dank für alles, ich bin froh, euch hier zu treffen, ich bin ehrlich, man weiß nie, wann irgendetwas zu Ende ist, ja, Hacken, Erpressen und all diese Geschichten, Verfolgung, was ich erlebte und so weiter. Ich wollte immer nur eine Gemeinde haben. Ich denke, die habe ich jetzt. So, Gott sei Dank, Halleluja. Vielen, vielen Dank für eure Abos, für eure lieben Worte immer wieder, meine lieben Freunde. Ja, und man wird sich immer irgendwie wieder treffen, denke ich, ja, auf den anderen vernünftigen Kanälen, vielleicht bei den Kommentaren. In Love, Ti amo, Jesu Christo, du bist alles und vor allem auch, irgendwo anders, Truth Never Sleeps, Bruder Silvio. Ich sage es nicht gerne, es passierte zum vierten, fünften Mal, ja. Ich bin jetzt auf Facebook raus und ich denke, ich werde da jetzt einfach auch für immer rausbleiben. Ihr wisst selber, das hat alles gar keinen Sinn mehr letztlich, ja. Tja, wer möchte, der kann mich hier besuchen. Ich sagte es immer wieder, liebe Leute, aber naja. So, meine Freunde, ich habe heute schon gebetet, darauf verlasse ich mich, dass ihr alle rundum geschützt seid. Meine lieben Freunde, betet immer weiter, bitte betet für mich, ja, mein Vater geht es soweit gut, vielen, vielen Dank und es bleibt alles abzuwarten, liebe Leute, man kann wirklich dankbar sein, denn letztlich hat man Trost zum Trost, Trauer zum Trost. Ich sage, mit Gott ist auch Trauer herrlich, hart aus, liebe Leute, geht immer wieder zurück. Satan versucht euch auch anzuschuldigen, ja, ihr wisst, Werke ohne Glaube ist tot, aber Glaube ohne Werke ist tot. Und ich sage einfach vielen, vielen Dank für alles. Meine lieben Freunde, noch einmal Shalom, Shabbat, Shalom. Sebon, thank you very much. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank für alles. Alle Ehre gebührt Gott. Ja, bitte abonniert, teilt und so weiter. Aber ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Meine lieben, lieben Freunde in Christus Jesus und die, die es hoffentlich noch werden. Ich bete für alle Menschen, ob tot und lebendig, besonders für die Kinder, auch für die Tiere, um Führung und für Schutz im heiligen und unbesiegbaren Namen Jesus Christus. Amen. Bitte, himmlischer Vater, segne und schütze dieses Werk und diese Gemeinde und mich grundlegend. Himmlischer Vater, vielen Dank für alles. So bete ich im heiligen und unbesiegbaren Namen Jesus Christus. Amen. Halleluja, liebe, liebe Freunde, vielen, vielen Dank für alles. Shalom. We'll be right back.